Ja, hallo Stefan, danke, dass du zum Interview da bist. Stell dich gerade mal bitte kurz den Zuschauern vor. Mein Name ist Stefan Kirner. Ich bin PAS RGV von Karlsruhe. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Firma Enovix, bin dort Teamleiter für BI Solutions, am Team von 8 Leuten. Wir machen so klassische BI-Projekte und haben aber auch noch Big Data Solutions und so weiter. Und bin eigentlich so seit 12 Jahren ungefähr mit Microsoft BI Stack unterwegs, hoch und runter, Land auf, Land ab, als Dienstleister für Kunden. Okay, SQL PaaS, deswegen bin ich da, soll ich uns ein bisschen was zu erzählen. Erstmal, was ist die SQL PaaS, dann wo findet die statt und wie oft findet die statt? Fangen wir mal an, also SQL PaaS ist eine weltweit aufgestellte Organisation, kann man sagen, gemeinnützige Organisation. Wir bezeichnen uns oft als Selbsthilfegruppe für SQL Server Geschädigte. Das gibt es natürlich nicht, nein, aber wir kümmern uns um das Produkt SQL Server von Microsoft. Das Produkt war anfangs im Prinzip einfach eine relationale Datenbank. Inzwischen haben sie ganz viele Sachen dazugenommen, viele BI-Features wie die Reporting-Services, die Integration-Services für ETL-Prozesse, aber auch CLR-Integration und so weiter, Entwicklungsfeatures, Entwickler-Features. Und das macht das Feld vom SQL Server halt unheimlich breit. Und natürlich jetzt so für eine Person. Früher gab es da mal, ich kann SQL Server. Heute heißt ab und zu auch noch heute. Heute eher ein bisschen schwierig, und um diesen Umstand ein bisschen zu mildern für die Community, gibt es eben die PaaS. Man trifft sich, ist eine Offline-Community in der Regel, finden Treffen statt, eben regional. Es gibt in Deutschland gibt es eben 12 SQL-PaaS-Gruppen. Ja, weltweit gibt es sehr viele. Läuft aber überall ein klein bisschen anders. Also in den USA sind die halt weiter verstreut wie bei uns in Deutschland. Und ich bin bei der SQL PaaS in Deutschland eben zuständig für die Regionalgruppe Karlsruhe zusammen mit Helge Rutz. Helge Rutz, gerade noch was zu ihm vielleicht? Helge Rutz ist im Prinzip mein Stellvertreter und schaut halt auch, dass der Laden läuft mit mir zusammen. Er ist Administrator bei einem großen Energieversorger. Also spezialisiert auf administrative Tätigkeiten, SQL Server, du BI. Genau, ich bin eher so der BI-Berater und wir battlen uns also ein bisschen, was die cooleren Themen sind. Aber natürlich hat jeder so seine Schwerpunkte. Er zieht eher mal einen Admin-Referenten an Land und nicht vielleicht eher mal die BI-Leute irgendwo, die sowieso immer irgendwas zum Schwätzen haben. So organisieren wir halt Treffen. Ist es kostenpflichtig, das Treffen? Nee, also die SQL PaaS Veranstaltungen, die abendlichen, also die ganz normalen Treffen sind immer kostenfrei. Es gibt durchaus kostenpflichtige Veranstaltungen vom SQL PaaS, zum Beispiel die PaaS Essentials oder das PaaS Camp. Die sind aber extra ausgewiesen. Und da treffen sich dann alle SQL PaaS mit. Genau, das sind übergreifende Treffen quasi. Jetzt findet demnächst eine SQL-Konferenz statt oder so, wird auch von der SQL PaaS zusammen mit Microsoft veranstaltet. Aber eben ganz, ganz hochwertige Sprecher in mehreren Tagen eben Vorträge halten. Und das sind dann Sachen, die kostenpflichtig sind. Aber für SQL PaaS Mitglieder vergünstigt. Genau, da gibt es immer im Prinzip Promocodes, okay. Rabatte. Das heißt, ich muss auch kein Mitglied werden, um jetzt an dem Abend zum Treffen zu kommen. Genau, man kann einfach vorbeikommen. Gut ist, wenn man sich vorher anmeldet. Die Treffen werden angekündigt. Das auf Xing? Auf Xing. Es gibt einen E-Mail-Verteiler. Kann man sich einfach eintragen, einen Account machen auf der Website unter dann Ankreuz, also sqlpaaS.de ist die Website, das Organ quasi des SQL PaaS Deutschland. Und kann man eben ankreuzen, ich interessiere mich für Treffen in Karlsruhe und Stuttgart und vielleicht ist jemand auch regelmäßig gerade in Frankfurt unterwegs, dann kann er natürlich dort auch hingehen und zu den Treffen dort von der Gruppe Rhein-Main und so weiter. Also steht jedem frei, da hinzukommen. Schön ist, wenn man sich vorher anmeldet, weil dann können wir natürlich auch planen. Haben wir 50 Leute oder sind es 5? Macht manchmal einen Unterschied natürlich, wie man Raum
buchen muss, auslegen muss. Apropos Raum, wo findet es in Karlsruhe statt? Wann findet es statt? In Karlsruhe findet es im Prinzip immer in einer Gaststätte statt. In Karlsruhe zurzeit im KSC Klubheim. Wir machen das bewusst so, weil es einen gewissen gemütlichen Charakter hat für die Leute. Es ist so ein bisschen Feierabend, man kann ein Bierchen nebenher trinken, man kann auch was essen. Wir teilen die Vorträge dann meistens so irgendwo in zwei Parts, vorm Essen, nach dem Essen, weil die Leute kommen von der Arbeit, haben irgendwie auch mal menschliche Bedürfnisse wie Hunger und Durst, und wir finden das eigentlich ganz nett so. Die anderen Regionalgruppen, die sind bei Microsoft in den Standorten oder bei Quest oder wo auch immer. Aber das kann im Prinzip jede Regionalgruppe für sich organisieren, wie sie es für richtig hält. Okay, und wann, wie oft ist das da? Wir treffen uns zurzeit alle 2 Monate. Und es ist eigentlich alle immer, 2 nicht mehr alle Monate? Nee, wir haben es ein bisschen eingeschränkt, wenn wir gesagt haben, es ist manchmal ein bisschen schwierig, Referenten zu kriegen. Sagen wir, Karlsruhe hat zwar sehr viele IT-Professionals, aber sagen wir, in dem viele Bereich, Konsumenten und viele Konsumenten und nicht so viele Referenten. Aber wir haben da gesagt, komm, weniger ist ein bisschen mehr an der Stelle. Wir lassen lieber weniger Events. Dafür finden sie auch wirklich statt mit sehr hochwertigen Referenten. Und wir schauen, dass wir das Programm halt dann betanken und lieber mal 1-2 Zusatztreffen, die wir irgendwo einschieben können, wenn noch jemand sich meldet, hey, ich habe einen coolen Vortrag, bin gerade in der Stadt. Kann ich mal die Leute ansprechen? Call for Papers. Ja, sehr gerne. Also wenn ihr Themen habt rund um SQL Server, egal ob BI oder Administration. Entwicklung darf man auch, ja. Ich wurde auch mal zugelassen. Genau. Man hat du? Nicht so ganz die Zuhörer, die vielleicht so unbedingt Programmierer sind, aber sie hören sich auch ganz gerne an und da kommen auch echt interessante Fragen mal rüber. Genau. Also es wird nicht nur irgendwo referiert, es gibt nicht nur den Vortrag selber, sondern es wird natürlich auch viel und kontrovers diskutiert über die Themen, und ja, ich denke, das bringt sowohl den Leuten, die dabei sind, was die hier Fragen stellen können, als auch dem Referenten, weil er einfach auch Feedback kriegt irgendwo dazu, hey, wie ist das Thema, und halt auch noch ein paar andere Gedanken zu den Sachen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, montags, ne? Dienstags. Dienstags. Wir haben es verlegt, weil okay. Montags haben viele Gaststätten Ruhetag und so auch der Schallander, in dem wir bisher waren. Und im KSC oder im DRK, wo wir es schon waren, also wir haben einige Gaststätten auf der Liste, die eben montags Ruhetag haben, und damit wir uns hier die Flexibilität bewahren, sind wir jetzt absichtlich auf den Dienstag gegangen. Kommt auch den, sagen wir mal, Leuten, die vielleicht aus einer anderen Stadt kommen, als Berater hier in Karlsruhe sind, es läuft ja viel mit IT, denen kommt es natürlich auch zugute, weil sie montags hier um 10, 11 einschlagen beim Kunden, dann wollen sie nicht um 6:30 dann wieder irgendwo sich abseilen, sondern in der Regel ist man dann auch mal müde oder so, und die haben das sehr begrüßt. Und einige Leute, die gerne am Wochenende mal unterwegs sind, finden es auch besser, wenn sie wenn's am Dienstag ist. Das habe ich auch so ein bisschen gedacht. vielleicht gerade noch, wann habt ihr das nächste Treffen? Wer kommt? Das nächste Treffen ist am kommenden Dienstag. Konstantin Klein. Ist da wie viele? Ist da 26? Ist der 26? So was. 28. Ist der 28. Ja. Konstantin Klein stellt die SQL Server Data Tools vor. Ja, im Prinzip geht es vor allem um Datenbankentwicklung. Wie kann man Datenbankobjekte mit den SQL Server Data Tools entwickeln und verwalten? Wie funktioniert das? Wie funktioniert Unit Testing? So in die Richtung. Sicher ein sehr interessanter Vortrag, der für alle irgendwo was enthält, die sich mit SQL Server beschäftigen, egal ob Admins, Entwickler oder BIler in dem Sinne. Denke ich mal, wird ein schöner Abend werden. Okay, gut, dann verabschieden wir uns. Wir gehen jetzt auch noch ein Bierchen trinken, den menschlichen Bedürfnissen folgen. Tschüss und goodbye.